Schon am nächsten Tag bin ich im Bergischen Land unterwegs. Ich habe bei meinen Recherchen eine Ariane gefunden, die wohl früher mit Diana in der Klasse war. Diese Ariane scheint in Solingen zu leben. Ich habe den Arbeitsplatz gefunden und auch eine Adresse. Und zu der fahre ich jetzt. Ich hoffe sehr, dass wir nun bei der Suche nach Nestors Tochter Diana endlich einen Schritt weiterkommen. So, Nummer 38. Hier ist 38. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich bräuchte Ihre Hilfe. Können Sie mal an die Tür kommen? Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach jemandem. Ariane Hirsch, die wohnt hier nicht, oder? Ich habe nämlich lustigerweise diese Adresse hier. Ariane Hirsch, sagt Ihnen. Nein, also ich weiß, wie die Dame vor hier hieß, ja? Aber das war keine. Nicht Hirsch. Nein. Alles klar, aber das hilft mir schon mal weiter. Und Sie leben wahrscheinlich auch nicht erst seit einem Jahr hier. Nee, also noch so lange, 5 Jahre. Darf die raus? Ja. Ah, okay, alles klar. Okay, und die Dame vor Ihnen hieß auch nicht Hirsch? Nein, die hieß nicht Hirsch. Okay, alles klar. Dann höre ich mich einfach weiter um. Vielen Dank. Okay. Oh, wer ist das denn hier? Hallo. Das ist Chico. Chico. Oh, die ist ja süß. Alles klar. Ja, ich mach nichts, aber danke fürs Helfen. Ich höre mich weiter um. Okay, dann frage ich mal hier in der Nachbarschaft. Tschüss. Tschüss, Chico. So, Chico, suchen wir zusammen. Da soll ich klingeln? Alles klar. Chico sagt mir an, wo ich hingehen soll. Danke. Nummer 36. Nee. Chico, das war kein guter Tipp. Doch, es war ein guter Tipp. Hallo, Entschuldigung. Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin auf der Suche nach einer Ariane Hirsch. Die soll hier mal in der Nachbarschaft gelebt haben. Sagt Ihnen der Name was? Ariane, ja. Hirsch? Aber Hirsch nicht. Ja. Stefan, die Ariane, wie hieß sie früher? Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Welche Ariane? Hier, der übernächste Weg, das erste Haus, die Ariane. Ibanez. Ibanez, ja. Ibanez. Ibanez. Wir haben zwei Töchter. Kann die 1983 geboren sein? Nein. Nee, die ist so alt wie unsere Tochter. Die ist Anfang 70. Ach, nee, trotzdem herzlichen Dank, dass Sie das so. Ne? Vielen ja, Dank. Drücken Sie mir die Daumen. Vielen Erfolg Dank. Noch, ne? Dankeschön. Ja, bitte. Tschüss, ciao. Wiedersehen. So, Chico, wohin gehen wir jetzt? Das war ja schon mal kein Tipp. Du musst mir schon bessere Tipps geben. Hier, meinst du? Alles klar. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich suche jemanden. Ariane Hirsch, sagt Ihnen der Name irgendwas? Hirsch, wie der Hirsch. Nee, alles klar, danke. Komm. Okay, wo gehen wir hin, Kollege? Rüber ein bisschen? Da? Chico, es läuft nicht. Das war ein Satz mit X. Komm, wir gehen. Sagt Ihnen der Name Ariane Hirsch irgendwas? Hier aus der Nachbarschaft? Wir werden hier 40 Jahre, aber den Namen Echt? Haben wir noch nicht gehört. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Nee. Keiner kennt Ariane Hirsch. Was mache ich jetzt? Sagt Ihnen der Name Ariane Hirsch irgendwas? Nein. Nee? Okay, danke. Chico, komm, die Luft ist rein. Die sind weg. Komm. Ja, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Komm, ich bring dich jetzt noch nach Hause. Das wird heute nichts mehr. Ich muss meinen Assistenten nach Hause bringen. Guck mal. Chico, danke schön. Danke schön, dass du mich begleitet hast. Ich wollte ihn abliefern. Er hat mich komplett begleitet auf meiner Suche. Es war wunderbar. Wollte mich bedanken für deine Mitarbeit. Sind Sie denn erfolgreich? Leider nicht, aber ich habe noch eine Spur in der ansässigen Klinik. Da fahre ich jetzt hin. Leider ohne Sie dieses Erfolg. Grandiose Tier. Tschüss, Chico. Gerne. Ja, ich habe es gemerkt. Aber ganz toll. Wieder. Er hat mir geholfen, er hat mir immer den Weg gewiesen. Okay, alles Tschüss, gut. Alles Gute. Danke, gleichfalls. Tschüss. Ne? Tschüss. Ja, also hier komme ich nicht weiter. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es in der Klinik besser klappt. Das versuche ich jetzt. Das Krankenhaus ist nur wenige Kilometer entfernt. Ich mache mich sofort auf den Weg. Hi,
Hallo, guten Tag. Entschuldigung, mein Name ist Julia Leischig. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der hier vielleicht arbeitet. Ja. Der Name ist Ariane Hirsch. Können Sie mir da weiterhelfen? Gehen Sie doch bitte zur Frau Wischmann, zur Verwaltung. Zur Verwaltung. Direkt hier um die Ecke links. Hier vorne? Genau. Dankeschön. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Hallo. Kein Schreckring. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Also mein Name ist Julia Leischig und ich suche jemanden, der bei Ihnen im Haus vielleicht arbeitet. Ja. Der Name ist Ariane Hirsch. Ja, warum suchen Sie denn die Dame? Es ist so eine Geschichte ein bisschen um drei Ecken. Es gibt einen Vater, einen Kubaner, der hier mal gelebt hat, aber hier seine Tochter Diana zurücklassen musste, weil er zurück musste. Und ich habe herausgefunden, dass diese Frau Hirsch eine Klassenkameradin war von ihr, von der Gesuchten. Jetzt hoffe ich darüber so weiterzukommen. Okay, aus Datenschutzgründen ist das natürlich schwierig, dass ich Ihnen Daten zur Verfügung stellen kann. Okay. Also was ich anbieten kann, ist, dass wir einen Aushang machen, dass Sie vielleicht den Namen mal aufschreiben und die Telefonnummer hinterlassen. Ja. Und dann können wir es an einem schwarzen Brett aushängen, wo unsere Mitarbeiter auch täglich vorbeikommen. Ja. Dass Sie vielleicht mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Das wäre aber ganz lieb. Also Daten, ich habe den Namen und das Geburtsjahr, aber das ist ja schon mal was. Das schreibe ich Ihnen jetzt einfach hier hinten auf mein Kärtchen. Ja. Sie können auch jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen. Vielen Dank für die Sehr Hilfe. Gerne. Viel Erfolg Ihnen. Danke. Danke, tschüss. Ja, jetzt heißt es für mich hoffen und warten, dass sich irgendjemand meldet. Zwei Tage später bin ich erneut in Solingen unterwegs. Aus dem Klinikum hat sich tatsächlich eine ehemalige Arbeitskollegin von Ariane gemeldet. Und mit der bin ich jetzt verabredet. Ich habe der Frau bereits am Telefon erzählt, worum es geht und wen ich suche. Sie will mich nun unbedingt persönlich sprechen. Ich bin gespannt. Da ist die 27, da ist es. Julia Leischig, wir hatten uns verabredet. Ja, ganz genau. Sehr schön, dass das klappt, da freue ich mich. Sie wissen ja schon ein bisschen, um was es geht. Ja. Ich bin auf der Suche nach jemand. Ariane Hirsch, genau. Hat sich rumgesprochen im Krankenhaus. Ja, durch eine ehemalige Schülerin. Ja. Die hat das Kärtchen mir gegeben. Die wusste, dass ich mit Ariane befreundet war, sehr gut. Ich war so ihre mütterliche Freundin. Ja. Und die sagte, irgendwie wird die Ariane gesucht. Genau. Und ich sage, da kann ich vielleicht weiterhelfen. Lebt die denn noch in Solingen? Weil bei der Adresse, die ich habe, war sie nicht. Nee, die Ariane ist 2011, meine ich, ist die nach Magdeburg zurückgegangen. Ah, in die Heimat? Richtig, sie wollte immer wieder da zurückgehen, war ja alles hier so ein bisschen zu laut, zu unruhig. Ja. Also da hätte ich eine Adresse. Okay, also wie gesagt, es ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ich will Sie nur fragen, ob sie noch Kontakt zu der Diana hat. Da ich die Sendung ja schon einige Male verfolgt habe, weiß ich ja in etwa, worum es geht. Ah, dann wissen Sie. Freut mich, wenn ich da helfen könnte. Sehr gut. Wenn Sie möchten, ich könnte die Adresse eben Sehr gerne. Holen. Super. Ja, danke schön. Ich habe Glück, dass man uns schon kennt und die meisten Menschen schon wissen, dass wir nur Gutes im Schilde führen. Super. So haben oder? Ja, sehr gerne. Telefonnummer? Habe ich leider keine. Ah, okay. Also ich habe sie leider verloren. Wir haben früher öfter telefoniert miteinander. Ich habe ein neues Handy bekommen. Okay. Und leider Gottes sind die Telefonnummern alle verschwunden. Gut, dann versuchen wir dort unser Glück. Herzlichen ich Dank. Ich hoffe, ich höre was Positives. Ja, ich hoffe es auch. Ja, ganz Schön, sicher. Schön, wenn ich Ihnen helfen konnte. Ganz bestimmt. Alles klar. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, das war schon mal sehr gut. Jetzt werde ich diese Adresse sofort an Marco weiterleiten und hoffe, dass er Ariane antrifft und findet. Und vor allem, dass die noch Kontakt zu Diana hat. Wieder ein Tag später in Magdeburg. Ich habe die Adresse von Ariane Hirsch, der möglichen ehemaligen Klassenkameradin von Diana, recherchiert. Marco ist nun auf dem Weg dorthin. 23a, hier soll Ariane wohnen. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Hier steht aber nicht dran. Ich gehe direkt mal rein. Ah, hier.
guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung, bitte. Wir sind von Bitte melde dich. Ich suche eine Ariane Hirsch, die soll hier im Haus leben. Kennen Sie die Nachbarn? Da gibt es eine Ariane. Hirsch hat mal hier bis vor Jahren gewohnt. Aber den Namen kenne ich, also die Vornamen, die Dame kenne ich nicht. Aber eine Frau Hirsch hat man hier gewohnt. Tatsächlich? Aber so 10, 15 Jahren vielleicht. Ah, okay. Wissen Sie, wo die hingezogen ist? Wohnt die noch hier in der Gegend? Tut mir leid. Alles klar. Ja? Vielen lieben Dank. Ja, selbstverständlich. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Also Ariane ist umgezogen, nur wohin? Das weiß ich leider nicht. Ariane, die ehemalige Klassenkameradin von Diana, hat hier gewohnt. So viel ist klar. Vielleicht hilft uns das doch noch weiter. Marco versucht, mehr herauszufinden. Das dauert fast eine Stunde, aber Marco kann tatsächlich etwas, möglicherweise Hilfreiches, herausfinden. Das war jetzt nicht ganz einfach, aber ich habe eine Nummer von Ariane und da rufe ich jetzt direkt mal an. Ja, hallo, Marco Buch ist mein Name. Spreche ich mit Ariane Hirsch? Ja. Ariane, ich brauche mal Ihre Hilfe. Darf ich fragen, ob Sie auf die Sekundarschule F.A. Diesterweg gegangen sind? Ja, das ist richtig. Tatsächlich. Ich suche eine Diana Brenner. Sagt Ihnen der Name was? Ja, der sagt mir was. Aber darf ich fragen, warum Sie fragen? Weil, also wir suchen die Diana für ihren Vater. Wir sind von Bitte melde dich. Oh, schön. Genau, der Vater möchte mit ihr Kontakt aufnehmen. Und wir sind jetzt schon dabei. Ja, ich hoffe sehr, wenn wir sie dann wirklich finden. Ja? Volltreffer. Endlich haben wir die ehemalige Klassenkameradin gefunden. Die hatte auch noch einige Jahre nach Schulabschluss Kontakt zu Diana. Allerdings haben beide sich vor einiger Zeit aus den Augen verloren. Ariane, haben Sie irgendeine Idee, was aus der Diana Voss geworden ist? Ui. Ja, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, also mindestens 15 Jahre her. Und da war es so, dass sie bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat. Aha. Und in Hannover oder Raum Hannover gewohnt hat. Ah, okay. Und mittlerweile habe ich nur mal gehört, dass sie geheiratet haben soll. Das ist eine sehr wichtige Information. Okay, aber den Namen wissen Sie jetzt nicht? Nee, den weiß ich jetzt nicht. Ja, alles klar. Also ich habe den mal gehört, aber jetzt so spontan komme ich jetzt nicht drauf. Okay, aber das hat mir schon sehr, sehr viel weitergeholfen. Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, Ariane, würden Sie mich einfach nochmal anrufen dann? Ja, gerne. Super. Mach ich gern. Ariane, vielen lieben Dank und noch einen schönen Tag. Ja, danke. Viel Glück bei der Suche. Danke sehr. Bis dahin, ja? Tschüss. Tschüss. Eine neue, vielleicht entscheidende Information. Ist das nun endlich der Durchbruch? Ja, das war dann wirklich die entscheidende Information, denn ich habe in Lehrte bei Hannover tatsächlich eine Diana finden können, die Brenner heißt, aber jetzt einen anderen Namen hat, und zwar Shadok. Und ich bin dann mit dieser Information zu dieser Adresse gefahren, wo deine Tochter leben könnte. Und das möchte ich dir zeigen. Dann gucken wir jetzt. So schnell wie möglich habe ich mich auf den Weg nach Lehrte gemacht. Also das ist die Burgdorfer Straße. Ich suche die 84. Da ist die 83. 83A. Das müsste ja eigentlich jetzt da drüben irgendwo sein. Die geraden Zahlen müssen ja auf der anderen Seite sein. Ist vielleicht das da. Da, 84, das ist das erste hier. Steht Name am Briefkasten. Yes! Shadok. Okay. Geht los. Klingel ist, glaube ich, eingefroren. Oh, jetzt.
Hallo. 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 Keinen Dreck kriegen. Sie sind sicher Herr Schadock? Herr Schadock, ja. Ja. Genau. Ich suche eigentlich die Diana Schadock. Das ist meine Frau. Ist sie da? Ja. Würden Sie sie mal eben holen? Ja, mal bitte. Dankeschön. Hallo. Keine Angst, nicht so schüchtern. Hallo. Hallo. Ich bin Julia Leischig. Sie sind Diana. Ja. Darf ich Sie fragen, sind Sie eine geborene Brenner? Ja. Ja? Ich habe ein paar Neuigkeiten für Sie. Meinen Sie, ich dürfte mit reinkommen? Klar, ja? Ja. Ich putze mir die Schuhe ab dann. Geht das so oder soll ich ausziehen? Nein. Alles gut? Ja. Alles klar. Ich laufe Ihnen einfach hinterher. So. Ach, schön warm hier. Ja. Entschuldigen Sie den Überfall. Ich merke ja schon, dass Sie ganz aufgewühlt sind. Sie wissen, dass ich immer Menschen suche, die von jemandem sehr vermisst werden. Ja. Fällt Ihnen da in Ihrem Leben vielleicht jemand ein aus der Vergangenheit, der Sie ganz dolle vermissen könnte? Also höchstens mein Papa, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass er nach so langer Zeit dennoch... Das ist genau so. Wie geht's denn gerade? Überraschend. Ja. Freude. Aber momentan kann ich es noch gar nicht richtig glauben, ehrlich gesagt. Ja. Ich kann Ihnen gleich auch viel mehr erzählen. Ja. Dann setzen wir uns zusammen. Gerne. Ist es in Ordnung, wenn wir du sagen? Ja. Ja? Ja, ich bin Diana. Julia. Dann setzen wir uns. Ja. Ich habe Diana gefunden. Ich freue mich. Das ist deine Tochter. Alles gut. Bist du froh? Nita. Si, muy. Ich habe dann mit Diana gesprochen. Und ich habe ihr gesagt, um was es geht. Ich zeig's dir, wenn du willst. Si, si. Guck mal. Diana, jetzt wo du das weißt, dass dein Vater nach dir sucht, wie ist das so jetzt im ersten Moment? Sind das gute Neuigkeiten? Ja, sehr gute Neuigkeiten. Ja? Ja, ja. Ich freue mich sehr. Dass er immer noch nach mir sucht, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist Wahnsinn. Diana, das heißt, du hast gedacht, du wirst deinen Vater niemals kennenlernen? Ja, das habe ich gedacht. Dann ist das jetzt ein großer Moment. Ja. Ein wahnsinnig großer Moment, dass man jetzt noch die Chance bekommt oder überhaupt einen Anfang bekommt. Es ist einfach so toll, so wahnsinnig. Man hat riesen Sehnsucht nach dir. Umso schöner. Ich habe auch Sehnsucht. Dein Papa musste ja damals zurück nach Kuba, als du noch ganz klein warst. Was weißt du über die Geschichte? Also ich weiß das, was meine Mama mir erzählt hat, dass er Gastarbeiter war bei uns in der DDR. Und er war für 4 Jahre da. Meine Mama und mein Papa haben sich verliebt und dann ist meine Mama schwanger geworden. Und als ich 7 Monate alt war, musste er dann wieder nach Kuba. Ich weiß, dass sie beiden wohl heiraten wollten und dass sie auch versucht haben, Anträge zu stellen, aber die DDR hat das abgelehnt. In der DDR gab es keine Chance. Kannst du dir das vorstellen, wie das für ihn gewesen sein muss? Du warst 7 Monate, ne? Da hat man ja. Aber auch für meine Mama. Sie sagt immer, er war ihre große Liebe und ich. Also da muss so viel Schmerz bei gewesen sein. Dein Vater hat erzählt, dass ja die ersten Jahre Kontakt da war, per Brief. Hast du die mal gesehen oder hast du auch mal einen Brief bekommen? Also die Briefe, die er meiner Mama geschrieben hat, die habe ich nicht gesehen. Mhm. Aber er hat mir mal geschrieben, als ich 17 war ungefähr. Da kam ein Mann und hat bei uns geklingelt. Das war wohl ein Freund von meinem Papa. Und er hat uns einen Brief vorbeigebracht von meinem Papa, ja. Das war wahrscheinlich auch ein Schock irgendwie, ne? Obwohl ich mich sehr gefreut habe. Und ich wollte ihm auch so gerne zurückschreiben. Ich habe damals gesagt, ich suche jetzt Bilder raus und setze mich gleich hin und mache das. Und ich wusste nicht, wie. Ich wusste einfach nicht, wie. Ich war einfach überfordert. Das bereust du heute? Ja, sehr, sehr. Diana, fühlst du noch eine Verbindung zu deinem Papa? Ja,
Absolut, ja. Ich denke sehr viel an ihn. Er ist mein Papa. Das ist die zweite Hälfte. Ja. Ja. Das finde ich sehr schön. Diana, erzähl mir mal, wie dein Leben so aussieht. Seit 2012 lebe ich mit meinem Mann René in Lehrte. Und 2019 kam dann unsere Tochter dazu, Livia. Und die hat eigentlich unser kleines Leben erstmal komplett gemacht. Umso schöner ist es, dass jetzt noch ein großer Teil von meinem Leben dazukommt und es komplett macht. Ich habe dir Fotos mitgebracht. Siehst du? Gerne. Das ist dein Papa. Na, noch ein stattlicher Mann. Und volles Haar. Ja. Wenn wir nach vorne blicken. Wie könnte die Zukunft mit deinem Papa aussehen? Was wäre dein Wunsch für euch? Mein Wunsch wäre, dass wir regelmäßig Kontakt hätten. Dass wir das mit der Sprache gut hinbekommen. Vielleicht kann er ja noch ein bisschen Deutsch. Dass wir da einfach dran festhalten und den Kontakt nicht einschlafen lassen. Hallo Papa, ich bin's, Diana, deine Tochter. Du hast alles richtig gemacht. Ich denke viel an dich. Ich freue mich auf dich und ich bin überglücklich, dich hoffentlich bald kennenzulernen. Und ich freue mich auf deine Familie. Und hoffe, wir sehen uns einfach bald. Nestor, geht's dir gut? Sie. Nestor, wir sind heute hier am Flughafen, natürlich, weil du hier gelandet bist, aber vor allem auch, weil deine Tochter auch hier am Flughafen ist und auf dich wartet. Sie freut sich sehr und ist überglücklich, dich zu treffen. Hi. Sie wartet auf dich. Wir können jetzt zu ihr gehen. Hey. Ja, geht da aquí, ¿no? Sí, está aquí. Sí. Vor fast 40 Jahren wurde Nestor von seiner Tochter getrennt. All die Jahre hat er sie gesucht und immer vermisst. Doch nie hat er die Hoffnung aufgegeben. Nestor, du kannst jetzt zu Diana gehen. Schön, dass du da bist. Sie sind freudig. Ich freue mich. Ich kann nicht Deutsch. Ich kann kein Spanisch. Wie schön. Diana, geht's gut? Ja. Okay. Der Flughafen, das ist ein Ort von Abschied, aber auch ein Ort von Wiederheimkommen. Das stimmt, ja. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Danke. Dass ihr schaffen könnt, zusammenzuwachsen. Alles Gute für euch. Dankeschön. Am nächsten Tag lernt Nestor seine Enkeltochter Livia kennen. Und nach über 3 Jahrzehnten trifft er auch Petra wieder, seine frühere große Liebe. Vater und Tochter haben nun eine Chance für eine glückliche Zukunft.